Es war so klar. Ich will einmal ein Video drehen. Der Wille war da. Der Wille war da, es draußen im Schönen zu drehen. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal in einer etwas anderen Location. Ich sitze nämlich oben in der Stube bei uns und vor unserer Schrankwand. Denn ich habe mich echt bemüht, draußen ein Video zu drehen, denn es ist wunderschönes Wetter, es ist mega warm. Aber natürlich setze ich mich einmal raus und was ist los? Genau, die Nachbarn sind der Meinung, sie müssen jetzt unbedingt Gartenarbeit verrichten, also mit Motorsägen und sowas. Aber kommen wir zum Content dieses Videos. Wie ich vielleicht schon im letzten Video erwähnt habe, wollte ich heute mal über das Coronavirus reden und all die Folgen, die daraufhin jetzt auf mich zukommen und meine Klassenkameraden. Und zwar ist ja bestimmt jedem bekannt, dass mittlerweile eigentlich fast jede Schule geschlossen hat, inklusive die in Thüringen. Letzte Woche Freitag, fangen wir mal so an, war es halt so, dass es hieß, ja, schreibt mal eure E-Mail-Adressen auf für den Fall, es kommt so. Wir wissen jetzt gar nicht, wie es weitergeht, keine Ahnung. So kam halt die Lehrer auf uns zu und haben halt gesagt, wir können ja gar nichts sagen, wir müssen jetzt abwarten, wie die Ministerien abstimmen. Und keine halbe Stunde zu Hause am Freitag kam die Nachricht, alle Schulen in Thüringen werden ab Dienstag geschlossen. Heute ist Montag und es war so, wir haben heute eigentlich einen schulfreien Tag. Und ja, wir waren heute trotzdem kurz in der Schule, denn unsere Lehrer haben uns dann geschrieben, dass wir, oder uns wurde halt geschrieben in den Vertretungsplan, dass wir um 13 Uhr in der Schule zu sein haben. Denn wir haben, wie sollte es auch anders sein, Materialien gekriegt. Also hier in Papierform für die ein oder anderen Fächer inklusive Geschichte. Ja, Geschichte werde ich wahrscheinlich ganz ans Ende stellen, weil ich finde, Geschichte ist im Moment nicht meine größte Priorität. Und dann haben wir ein tolles Deutschbuch bekommen. Ein Buch für die Gesundheit. Und zwei Bücher für das tolle Fach Sozialwissenschaften. Der Witz an der ganzen Sache ist, ich mache nicht mal Prüfungen in dem Fach. Und zweiter Witz an der Sache ist, wir haben die Bücher gekriegt, aber keine Aufgaben dazu. Ja. Das war das, was wir so heute bekommen haben. Und letzte Woche Freitag, wo wir die Nachricht gekriegt haben, war das eigentlich das Schlimmste, was uns hätte passieren können. Es ist das Worst-Case-Szenario eingetreten, dass wir jetzt für ganze 5 Wochen zu Hause bleiben müssen und nicht in die Schule dürfen. Leute, ich hätte nie gedacht, dass ich mal heule, dass ich nicht in die Schule darf. Aber letzte Woche Freitag war bei mir dann alles vorbei. Ich habe mir mega Sorgen gemacht um meine Oma und ich habe mir mega Sorgen drum gemacht, wie das jetzt alles mit dem Abi weitergeht. Und natürlich mega Sorgen um meinen Trip nach Neuseeland gemacht. Und ja, also Freitag waren wir dann noch bei meinen Großeltern, die wir jetzt sozusagen eigentlich zu Hause abgeriegelt haben, weil ich einfach sehr viel Angst um meine Oma habe, weil meine Oma nun auch nicht mehr die Jüngste ist. Und sie schon ein bisschen vorbelastet ist, aber darauf will ich halt nicht so eingehen. Jetzt nichts Schlimmes oder so, aber es ist halt so, dass ich mir einfach mega Sorgen mache und dass wir halt jetzt gesagt haben, gut, du bleibst zu Hause, wir verrichten irgendwelche Sachen wie einkaufen oder so, weil ich einfach auch sicher gehen möchte, dass da nichts passiert. Und wir haben im Moment noch ganz viel Glück im Unstrut-Heinig-Kreis. Hier haben wir bis jetzt noch keinen einzigen Corona-Fall. Toi, toi, toi. Weil es ist ja jetzt schon in ganz Deutschland relativ viel. Und ja, wie ich erwähnt habe, müssen wir jetzt 5 Wochen zu Hause sitzen. Weil ich habe vorhin mal geguckt. Sie haben gesagt, wir müssen jetzt bis zu den Ferien zu Hause bleiben, inklusive den Ferien. Also bis jetzt ist ein Schulstopp eingelegt worden bis zum 19.04. Ja, der 19.04., das ist in 5 Wochen. Ich habe vorhin mal nachgezählt, ich war so der Meinung, oh, 4 Wochen, ja okay. Nein,
5 Wochen. Und ja, egal, auch egal, was die Lehrer sagen, egal, wer jetzt irgendwie ein Hate auf mich ausspricht, aber ich werde mir jetzt die Woche erstmal gönnen und runterfahren, weil, wie ihr bestimmt alle mitbekommen habt, ging es mir in den letzten Wochen nicht so gut, weil es einfach alles sehr stressig war. Gut, jetzt ist genau das Gegenteil eingetreten. Es ist nicht mehr stressig in dem Sinne. Klar, wir haben unsere Aufgaben, aber ich meine, wenn man die dann regelmäßig macht, da kommt man auch hinterher. Ich werde die Woche jetzt erstmal frei nehmen, um einfach auch runterzufahren und einfach mal mich runterzufahren, um dann halt neue Kraft schöpfen zu können, dass ich nächste Woche dann anfangen kann und meine ganzen Schulsachen erledigen kann. Die Lehrer haben halt gesagt, den vorgeschlagen, man könnte es ja so machen, dass man das so regelt in den Zeiten, wo man normalerweise in der Schule sitzen würde, dass wir das halt auch machen könnten. Und dann halt zum Beispiel, wenn wir dienstags 3., 4. Deutsch haben, dass wir uns einfach hinsetzen, gut, für die 2 Stunden setze ich mich jetzt für Deutsch hin oder so und mache da was. An sich nicht schlecht. Ich muss mal gucken, wie ich damit klarkomme, ob ich das wirklich so mache, weil ich weiß, ich bin so jemand, der macht das dann zu den Zeiten dann doch nicht. Ich mache das dann lieber so, dass ich frühs mir meine Zeit nehme, fange da an, mache vielleicht eine Mittagspause, mache da noch ein bisschen was und dann Nachmittagabend gehört mir. Ich denke, so werde ich das auch beibehalten, weil das ist eine ganz gute Strategie, mit der ich gut klarkomme. Aber ja, das heißt, ich darf jetzt 5 Wochen keine Schule machen und dementsprechend werden auch die Abiturprüfungen verschoben. Ja, Leute, wie ich gemeint habe, schon in der Worst Case ist eingetreten. Wir wissen zwar noch nicht wohin, aber die Termine, die wir jetzt haben, da wird auf jeden Fall keine Prüfung stattfinden. Jedenfalls nicht so, wie sie jetzt vorgesehen sind. Und wir warten jetzt noch auf Antwort. Also die beraten sich heute, das Schulamt und unsere Schulleitung und so. Und die beraten sich halt alle, wie das so weitergehen soll. Ich meine, sie können uns ja jetzt nicht 5 Wochen einsperren und dann meinen, ja, wir machen nochmal 5 Wochen draus. Ich meine, wir müssen ja irgendwann schon unser Abi schreiben. Aber wie und inwiefern und wann jetzt alles ist, wissen wir nicht. Es wird gut so sein, dass wir unsere Abiturprüfung auf die Nachprüfungstermine gelegt bekommen, die dann aber extrem weit nach hinten rutschen. Und dabei sind wir beim nächsten Problem für mich. Unsere Lehrer sagen so schön, nehmt euch nichts vor, macht keine Termine. Ich habe vom 13.07. bis 7.08. ein Praktikum in Erfurt. Ja, jetzt muss ich gucken, ob das halt dann auch alles hinhaut und ob ich das dann verschieben muss. Dementsprechend muss ich zu 99% garantiert auch meinen Flug nach Neuseeland nach hinten verschieben. I don't know, ob ich überhaupt fliegen kann. Leute, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß im Moment gar nichts, wie es vorangeht. Und ich meine, real talk, ich kann meine Flüge zurückschieben. Ich kann das umbuchen und das ist auch nicht das Problem, denke ich mal. Wenn ich jetzt sage, gut, ich buche meinen Flug jetzt, was weiß ich, auf November um. Weil wir wissen ja alle nicht, wie lange das jetzt dauert und inwiefern das jetzt weitergeht. Ich mache mir halt nur Sorgen und um meine Mama und ihre Freundin, die haben ja ihre Flüge gebucht und die können jetzt nicht so einfach nach hinten verschieben, zumal meine Mama ja auch ihre Freistellung von der Arbeit hat und die dann auch nehmen muss. Und ja, es tut mir halt einfach mega leid, weil wir haben das jetzt alles so geplant und deswegen, wie gesagt, ich kann meins verschieben, ich habe damit kein Problem, ich kann von mir aus, schiebe ich meine Ausbildung auch noch ein Jahr nach hinten, ich bin noch jung, ich habe das Problem nicht. Auch wenn dann viele sagen, wie willst du noch ein weiteres Jahr? Gut, ich habe jetzt schon 2 Jahre wiederholt. Was machen da jetzt noch 2 Jahre aus? Keine Ahnung. Dass ich halt dann, was weiß ich, irgendwas anderes mache. Es kann auch sein, dass ich dann sage, gut, ich mache irgendwo ein Praktikum oder ich arbeite dann, wenn die Thüringen-Therme wieder offen hat, die ab morgen schließt, dass ich dann vielleicht da doch noch weiter arbeite. Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird und inwiefern das jetzt alles aussteht. Ja, es ist gerade nicht geil, in der Situation zu sitzen. Ich meine, einzige Witz an der ganzen Sache ist, später, wenn ich mal Kinder habe, kann ich meinen Kindern erzählen, hey Leute, ich war der Corona-Abiturjahrgang. Ja, ich versuche es mit Humor zu sehen und mich jetzt nicht so runterziehen zu lassen. Ich meine, es bringt auch nichts, wenn man jetzt zu Hause sitzt und die ganzen 5 Wochen Trübsal bläst. Bringt es nicht. Ich meine, so haben wir jetzt eine Ruhezeit und können uns ganz auf die Prüfung vor allen Dingen auch konzentrieren, dafür lernen. Das, was ich ja jetzt alles hätte nebenbei machen müssen, kann ich jetzt auf einen Tag
auch die Tage einteilen und in Ruhe das machen. Aber wie ich bereits erwähnt habe, werde ich das erst nächste Woche angehen, weil ich mich runterfahren muss. Genau. Tja, so ist es jetzt gekommen und damit müssen wir jetzt leben. Wir haben jetzt mit den Lehrern, also es gibt so eine Schulcloud. Der Witz an der ganzen Sache ist, unsere Lehrer kämpfen schon, glaube ich, seit Jahren jetzt, dass sie diese Cloud einführen dürfen, um Schülern irgendwelche Aufgaben oder sonstige Sachen zu übermitteln, Fragen, dass wir Fragen stellen können, bla bla bla. Wurde immer abgelehnt, wurde nicht eingesehen, das zu machen, aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ja, wir dürfen es jetzt benutzen. Jetzt spricht keiner mehr von Datenschutz, jetzt spricht keiner mehr von irgendwelchen Richtlinien, die nicht funktionieren, bla bla bla. Weil, ich meine, wir brauchen es, wir brauchen unsere Informationen, das heißt, wir mussten uns jetzt alle registrieren. Und gehen da jetzt darüber, dann sozusagen kriegen darüber unsere Aufgaben, wenn wir jetzt noch neue kriegen dann. Und wir können da auch unsere Lehrer anschreiben und Fragen stellen. Es kann gut möglich sein, dass unsere Lehrer sagen, hier bis zu dem und dem Termin macht ihr das bitte fertig. Und dann treffen wir uns sozusagen im Chat wieder und schauen danach, wie das alles gelaufen ist. Wer noch Fragen hat, kann sie stellen. Wie sich das jetzt in den nächsten Wochen entwickelt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich habe ja jetzt auch genügend Zeit, Videos zu drehen. Ja, vielleicht auch im Freien, denn weil ich werde jetzt erstmal die Woche zu meinen Großeltern hochgehen, weil ich bin nicht erkrankt bis jetzt und das hoffe ich auch, dass so bleibt. Und ich werde jetzt oben meine Oma ein bisschen unterstützen zu Hause und mit ihr spazieren gehen, dass sie halt auch einfach nicht so alleine ist. Ich meine, wir haben echt Glück, meine Großeltern leben an dem Ort, wo man eigentlich am besten in dieser Situation lebt, weit weg von der Stadt eigentlich. Das heißt, wir können mal in den Wald spazieren gehen und so ein Spaß. Und ich werde morgen auf jeden Fall hochgehen. Aber für mich steht auch fest, sobald ich erste Krankheitsanzeichen habe in irgendeiner Art und Weise, ist mein Kontakt zu meinen Großeltern nicht mehr da. Und weil ich einfach auch kein Risiko eingehen möchte, dass da jetzt irgendwas passiert. Genau, wir müssen jetzt mal schauen. Meine Mama arbeitet ja in der Altenpflege und das heißt, sie wird voraussichtlich dann auch nicht mehr unbedingt dann so oft oder hochkommen oder beziehungsweise dann irgendwann gar nicht mehr, falls es da dann irgendwie nachgewiesen wird bei ihrer Arbeit. Und aber es ist dann halt auch tatsächlich so, ist es bei Mama nachgewiesen, werde ich mich, denke ich mal, auch hier unten zu Hause einschließen und werde meinen Großeltern, wenn noch Einkäufe vor die Tür stellen oder so, weil ich will, wie gesagt, auch kein Risiko eingehen und auch egal, wenn ihr irgendwelche Leute in der Umgebung habt, nette Nachbarn, die älter sind, Leute, nehmt euch Beispiel an anderen Menschen, die im Moment wirklich darauf aufmerksam machen, hey, bleibt doch bitte einfach drinnen, die ältere Bevölkerung, wenn ihr Hilfe braucht, dann gehe ich für euch einkaufen. Wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, dann tut das bitte, weil ich meine, so können wir unsere ältere Generation schützen. Wir Jüngeren sind nicht unbedingt diejenigen, die davon so stark betroffen sein werden. Wir werden es mit einer Grippe wegstecken, aber die älteren Menschen halt einfach nicht. Und auch vor allen Dingen die Leute mit Vorerkrankungen. Bleibt zu Hause. Es ist ja nicht gesagt, dass ihr jetzt für ein Jahr zu Hause euch einschließen müsst. Es geht einfach darum, befolgt die Sachen, die halt angeordnet werden. Und wenn das heißt, dass ihr zu Hause bleibt und eure Einkäufe machen lasst und die vor der Tür abstellen lasst, dann lasst es einfach machen. Es ist wichtig, dass ihr gesund bleibt und dass ihr die Warnungen ernst nehmt. Es ist ein ernstzunehmendes Thema. Man soll natürlich jetzt keine Panik machen. Nicht in den nächstbesten Supermarkt rennen und Hamstereinkäufe machen, wie die meisten es machen. Habt genug zu Hause, wie eine Vorratskammer oder so. Ich meine, wir haben auch keine Vorratskammer, haben es jetzt in unseren Schuhschrank gestellt, aber es ist ja egal. Wir haben ein paar Dosen gekauft für wirklich dieses Worst-Case-Szenario, dass man abgeriegelt wird und zu Hause in Quarantäne sein muss. Habt genügend zu Hause, aber übertreibt es nicht. Kauft keine 500 Rollen Klopapier, das braucht kein Mensch. Damit kommt ihr die nächsten 10 Jahre aus. Klar, es wird gesagt, dass wir vielleicht 2 Jahre damit kämpfen, aber es wird nicht so sein, dass wir für immer zu Hause eingesperrt sein werden. Und nehmt bitte einfach die Warnung ernst, nehmt alles ernst, was angeordnet wird vom Gesundheitsamt oder sämtlichen anderen Sachen. Aber ihr müsst euch auch nicht total verschließen.
achtet einfach auf den Umgang, mit wem ihr euren Umgang habt, dass ihr vielleicht nicht unbedingt mehr die fetten Schmatzer von der Oma irgendwie einsammelt oder so. Es geht halt einfach darum, dass ihr euch selbst schützt und auch die Menschen, die es vielleicht nicht können. Und dass das halt einfach nicht wirklich sich noch schlimmer ausbreiten kann. Und wir werden auch das überleben. Und ja, einfach keine Panik machen, auch für diejenigen, die vielleicht jetzt in derselben Situation sind wie ich mit dem Abi, macht euch bitte keinen Stress. Ich meine, die Prüfungen werden so oder so irgendwie folgen. Klar, für diejenigen, die noch keine Pläne gemacht haben, macht auch keine Pläne. Und das wird schon. Es gibt für alles irgendwie eine Möglichkeit und eine Regelung und eine Lösung. Und genau, es geht halt wirklich einfach darum, dass ihr auf euch aufpasst und dass wir jetzt eigentlich alle ein bisschen zusammenhalten, zusammenarbeiten. Und genau, wenn ihr die Möglichkeit habt zu helfen, dann helft. Und verschanzt euch nicht komplett, wenn es nicht nötig ist. Nutzt vielleicht nochmal das schöne Wetter in den nächsten Tagen. Geht dann die frische Luft, solange es noch dürft. Ja, und das wird schon. I believe in it. Ich will jetzt auch gar nicht so ein trübseliges Video machen. Wie gesagt, also ihr wisst jetzt, auch mich hat es getroffen. Ich sitze jetzt auch 5 Wochen zu Hause und habe keine Schule. Und ja, man macht einfach das Beste draus und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Genau. Ja, ich werde heute noch Brot backen und ein bisschen Serie gucken. Wie gesagt, macht das Beste daraus. Ich habe gerade gesehen, das Video ist doch extrem lang geworden. Deswegen werde ich mich jetzt hiermit verabschieden. Und ja, es war mal ein Laber-Video, aber was sein muss, muss sein. Genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, wann auch immer ihr das Video seht. Und dann wünsche ich euch erholsame Tage für die, die jetzt auch festsitzen, weil sie nicht arbeiten können oder so. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video.